Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, hier liegt schon ein bisschen was rum. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Meine weiße Lightsbox und zwei Koffer. Und in diesen zwei Koffern sind die Bilder von DRC, Sanctuary und Woodland Oasis drin. Einsortiert und diese zwei Bilder sind fertig. Das heißt, heute machen wir ein Kitting Down. Da DAC runde Steinchen in Harz hat, möchte ich diese nicht mit den anderen runden Steinchen, die ich bisher aufgehoben habe, vermischen. Deswegen machen wir hier komplett neue Tütchen. Ich habe hier diese tollen Labels von FG Normal, die ich mit auf die Tütchen mache. Ja, und ich dachte, wir machen einfach mal ein bisschen ein Quasselvideo und ich zeige euch ein bisschen, wie ich meine Sachen wegsortiere. Auf meinem Kruscheltisch habe ich jetzt mal hier die Lightsbox ganz kurz. Ich mache die nämlich mal auf, um sie euch noch mal zu zeigen. Die ist nämlich sehr praktisch. Die hat hier so einen Trenner und da kann man halt wunderschön so ja, seine Tütchen einsortieren. Ich habe hier noch ein bisschen Chaos. Das sind alles Sachen, die noch ordentlich sortiert werden müssen und wegsortiert werden müssen. Teilweise ja aus noch anderen Beständen und Kitting Downs noch nicht ordentlich wegsortiert. Hier sind zum Beispiel auch Steinchen von DAC, die aber noch in Rund und Acryl sind. Das möchte ich halt einfach ein bisschen trennen. Je nachdem, was ich für ein Bild habe, möchte ich dann auch die perfekten Steinchen dafür nutzen. Und hier drüben tun wir jetzt heute unsere Steinchen einsortieren, die aus den Koffern rauskommen. Ja, ich muss jetzt ein bisschen gucken, wie ich das mit meinem Platz mache. Ich werde die Kiste mal ganz kurz ein bisschen hier mit zur Seite stellen. Ja, mein Tisch ist nicht so riesig, daher einfach ein bisschen Chaos. Ich habe mir hier meine Zipptütchen auch schon fertig gemacht. Da tue ich ja immer den oberen Rand ein bisschen abschneiden. Das gefällt meinem inneren Monk immer ein kleines bisschen besser. Ich habe hier auch nochmal kleine Trennregister, einfach dass die Tütchen dann ein bisschen gerade drin stehen. Das mache ich immer und ich mache pro Farbe immer ein Kärtchen. Das heißt, ich brauche immer ganz viel von diesen Kärtchen. Werde ich mir demnächst mal neue machen müssen. Die gehen mir nämlich aus. Und für unsere AB-Farben habe ich extra nochmal Labels zum selber beschriften. Okay, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ich hole mir jetzt hier das alles ein bisschen zur Seite, so dass ich mir beide Koffer öffnen kann. Denn ich möchte gerne nach DMC weiterhin sortieren. Machen wir erstmal laut. Das war übrigens das Woodland Oasis. Das haben wir im Garten geklebt in meinem Sommerurlaub. Ein wunderschönes Bild. Und dieses Bild hatte 59 Farben. Und jetzt kommt Sanctuary. Das haben wir ja im September bis Anfang Oktober geklebt. Das ist dieses schöne Bild. Und das hatte 47 Farben. So, alles ein bisschen mal sortieren. Ich bin ein kleiner Chaot, das kann ich nämlich ganz gut. Leider, ich wäre gerne ein kleines bisschen unchaotischer. Und ihr habt gerade gesehen, in dem einen Koffer hat ein Rondöschen gefehlt. Und ich weiß nicht, wo ich das hingestellt habe. Gut, ich denke, das wird wieder auftauchen. So, okay. Ich werde euch jetzt noch ein bisschen runterholen. Und wir fangen einfach mal ein bisschen an zu quasseln. Was ich jetzt als allererstes mache, ich nehme die Döschen, wo unsere AB-Farben sind, schon mal zur Seite. Denn die AB-Farben, die kommen bei mir extra nochmal gesondert irgendwo hin. Die AB-Farben von DAC haben auch immer ganz spezielle Nummern, wie es nur DAC hat. Da werde ich euch nochmal eine Liste demnächst zeigen, welche Nummer von DAC, der wirklichen DMC-Nummer entspricht. Gibt es nämlich auch. Und ich würde sagen, los geht's. Wir fangen hier an mit der 150. 150 ist so ein schönes Rot. Da muss man ein bisschen gucken, dass ihr auch mit im Bild seid. Ich mache das dann immer so, dass ich mir dann hier oben im Eck die DMC-Nummer hinklebe und dann schütte ich einfach meine Steinchen hier rein. So, kurz und schmerzlos.
dann war das das schon. Und falls ich jetzt dann nochmal ein Bild von DR10 rund habe mit Harzsteinchen, muss ich mir bloß hier die 150 raussuchen, falls mal die Steinchen nicht ganz reichen. Hatte ich nämlich bei DRC auch schon, muss ich zugeben. Aber ganz ehrlich, sowas kommt halt vor. So, jetzt haben wir die 165, da müssen wir schon ein neues Sheet anfangen. Die 165 ist diese Nummer. Klebe ich hier auch mit drauf und schüttet das einfach rein. Allerdings hatte ich das bei DAC bisher nur einmal, dass mir eine Farbe an Steinchen ausgegangen ist. Und zum Glück hatte ich noch vom vorherigen Bild dann die passenden Steinchen dabei. Aber ansonsten gehen euch Steinchen aus und ihr habt die selber nicht da, schreibt DAC an. Ihr kriegt die nachgeliefert. So, die 208, ein schönes Lila. Ja, ich finde die Sticker echt schön, vor allen Dingen, weil die halt auch farbig hinterlegt sind. Und das passt sogar einigermaßen. Ne? Ist natürlich nicht komplett genau die Farbe der Steinchen, aber in etwa passt das ganz gut. Und diese Art und Weise ist wirklich relativ gut und einfach. Das Schlimme ist dann bei mir das Abknibbeln der Sticker. Aber da könnte man auch notfalls einfach bloß ein Klebeband unter die Sticker machen, dann geht das schneller ab und einfacher. So. War ich bisher aber ehrlich gesagt immer zu faul. Dafür hatte ich dann aber immer beim Kitting Down, wenn ich dann die Döschen wieder sauber mache, natürlich mehr Arbeit. Aber das ist nicht schlimm. Ich mache solche Aufgaben ja eigentlich auch ganz gern. Hauptsache, ich bin immer irgendwie ein bisschen beschäftigt. Hier haben wir jetzt zweimal die 310 von beiden Bildern. Was ich da immer mache, ich vergleiche nochmal, ob die Farben gleich sind. Bei Schwarz ist das meistens nie so das Problem. Aber bei anderen Farben kann es sein, dass sich, obwohl es dieselbe DMC-Nummer ist, die Farben ein kleines bisschen unterscheiden, und ist der Unterschied zu groß, dann mache ich davon immer zwei Tütchen und nicht eins, weil je nachdem wann und wo die Steine natürlich gemischt wurden von den Farben, kann es halt auch sein, dass sich da einfach die Pigmente doch ein bisschen geändert haben. Das kommt halt vor. So, 310 haben wir jetzt hier schon ganz schön ordentlich, ne? Bleibt immer eigentlich gut was übrig, aber manchmal ist es auch ein bisschen knapp. Haben wir aber bei jedem Bild. So, 312, hier ist schon wieder weniger drin. Und rein damit. Ich finde, das geht ganz gut hier mit den runden Döschen. Das mache ich immer sehr gern. Ich werde dann auch eine Zeit lang ein bisschen Zeitraffer machen, dass wir jetzt heute nicht zu viel quatschen. Hier haben wir die 317 bei dem nächsten Bild. 317, das ist hier das Grau. Ja. Die Baustellen, Fahrzeuge brummen noch gemütlich im Hintergrund. Mal schauen, ob man es hören wird. Wenn nicht, wird es, also wenn, dann wird es wahrscheinlich eh nicht so viel sein. Da mache ich mir jetzt mal keine Gedanken. Aber jetzt kam gerade noch so ein bisschen die Sonne raus und ich dachte, hey, bevor ich mich jetzt hier wieder oder mir wieder ein Bild auf den Tisch knall, machen wir hier einfach mal. Haltet mal 317, ah, schaut mal, wir haben hier nämlich zweimal die 317, dann im anderen Koffer war es nämlich auch. Und hier schauen die Steinchen aber relativ gleich aus von der Farbgebung, deswegen schütte ich die einfach mit da rein. Mal schauen, ob wir auch zwei gleiche DMC-Nummern haben, die sich aber trotzdem von der Farbe unterscheiden. Ich gucke jetzt hier nochmal im
Beutelchen, ob da nicht wirklich noch ein Unterschied ist. Nö, haben wir nicht. Timmy singt im Hintergrund. Ja, und wir haben wirklich einen wunderschönen Herbsttag. Die Sonne kommt raus, geht aber jetzt bei uns demnächst auch unter. Das nächste ist die 318. Haben wir wieder zweimal. Auch hier stimmen die Farben überein. Es ist ein helles Grau. Die 318. Aufkleber drauf. Und wir schütten unsere Steinchen dann mit rein. Hebt ihr denn eure Steinchen auch auf oder tut ihr eure Steinchen weg? Ich hebe mittlerweile alle Steinchen auf. Die Steinchen, die keine DNC-Nummer haben, die tue ich alle in ein Gefäß und sammle die. Und irgendwann, wenn da mal genügend gesammelt ist, kommen die Steinchen in dem großen Gefäß einfach zum Kindergarten, zum Basteln oder zu Freunden. Je nachdem, wer gerade Bedarf hat. Und ja, so brauche ich nichts wegschütten oder wegschmeißen. Das finde ich immer ganz gut. Weil man kann gerade mit Kindern, mit Reststeinchen einfach schöne Sachen machen. Ob man damit einfach bloß ein paar, kleine Geburtstagskarten oder Grußkarten bastelt oder aufwertet oder. Oder halt Styroporeier zu Ostern beklebt. Da gibt es so viele schöne Möglichkeiten. Ich finde es immer sehr, sehr praktisch. Und eigentlich könnte man ja rein theoretisch ja mal sowas selber basteln. So, 321. Wir waren jetzt beide 321, jetzt haben wir die 322. So, ja, vor lauter Quasseln kann ich mich auch schon kaum konzentrieren. Ach ja, ich bin halt auch wirklich, was das Konzentrieren angeht, so ein richtiger Schussel, muss ich ehrlich zugeben. Aktuell so und so. Ich hoffe, das wird bald wieder besser. Na, denn so nicht viel Konzentration und ein Hirn wie ein Sieb, man vergisst irgendwie gefühlt die Hälfte, ist echt unpraktisch im Alltag. Absolut unpraktisch. So, wir machen weiter mit der 334. Ein schönes helles Blau. Und bisher haben auch die Farben und die Sticker echt immer gut zusammengepasst. Finde ich echt toll. Also von den Stickern könnte ich mir vorstellen, dass ich mir da einfach nochmal welche zulegen werde. Wenn das so weitergeht und alles passt. Werden wir dann sehen, wenn wir alles wegsortiert haben, ob ich dann immer noch so zufrieden bin. So, Timmy macht Lärm. Hey Timmchen, was machst du so Lärm? Hm? Ein kleiner Stinker. So, jetzt haben wir die 336. Schönes dunkles Blau. Auch das kommt hier ins Tütchen rein. Ich zeige euch natürlich dann auch zum Schluss, wie ich das dann einsortiere in meine Box. 336. Die Boxen kann man so bei Amazon erwerben. Allerdings kann man auch diese Boxen inklusive Zipptütchen und Register auch bei unserer lieben Heidi erwerben. Na, das verlinke ich euch alles unten in die Videobeschreibung, weil ich finde das sehr, sehr praktisch. Ja, hätte ich dieses System nicht schon ähnlich angefangen, als Heidi das rausgebracht hat, hätte ich mir wahrscheinlich auch bei der Heidi mal noch so ein schönes System erworben. Vielleicht kommt es aber noch. Ich kann mir das gut vorstellen, vielleicht für meine Spezialsteinchen oder so. Weil das wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht ist von ihr. 340. Es gibt auch ganz viele Arten, wie man seine Reststeinchen natürlich aufbewahren kann. Das hier ist meine Art, wie ich es mache. Habt ihr eine andere Art? Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Da hat jeder so ein bisschen so, ja, sein eigenes System. Das ist aber auch ganz richtig so, wenn ihr mich fragt, weil jeder
macht ihr gewisse Sachen einfach ein bisschen anders und ich finde es schön, dass es einfach so viele, ja, schöne Arten mittlerweile gibt. Vieles wird ja auch auf Facebook geteilt und da kann sich dann jeder selber was ausdenken, wie es zu ihnen am besten ist oder halt, ja, es ist halt einfach jemand anderen nachmachen, sich Ideen holen und für sich gucken, wie ist es für ihn denn am liebsten. Na? So, 352. Dann kommen wir jetzt hier schon zu 413. 413 haben wir wieder bei beiden Bildern. Das ist ein dunkles Grau, oder ein dunkleres Grau. Hier sind wieder beide Farben ziemlich gleich. Ich hoffe, ihr könnt es sehen im Sonnenlicht. Die Symbole sind übrigens bei DRC bei jedem Bild fast ein bisschen anders. Es gibt ja Hersteller, die haben sehr viele Farben pro Bild. Und da sind die Symbole immer gleich. Diamond Painting Deutschland Eigenproduktion zum Beispiel. Bis auf kleine Änderungen. Ja, war das bisher immer gleich. Finde ich dann auch sehr praktisch. Aber bei DAC und generell sind eigentlich immer nur die DMC-Nummern gleich und die Symbole immer anders. Das ist dann immer wirklich herstellerabhängig. Okay. Sind wir da. Jetzt haben wir die 414. 414 haben wir auch wieder bei beiden Bildern. Das ist wieder ein helleres Grau. Oh, und ich kann euch sagen, ich sitze hier gerade in der Sonne. Ihr seht's, ne? Wir haben Sonne und mir ist sowas von warm. Ich habe noch meinen Pullover an. Aber ich genieße es gerade, dass einfach noch ein bisschen Sonne da ist. Denn wir haben jetzt schon Ende Oktober. Und ihr wisst, ich bin ja voll eigentlich das Sommerkind. Ich liebe die Sonne. Sonne tut auch immer gut. Und deswegen, wenn ich die Sonne genießen kann, genieße ich sie auch. Eigentlich sollte ich jetzt lieber ein bisschen was draußen im Garten hier am Haus machen. Und ich gucke gerade raus, hier sind zwei Katzen aus der Nachbarschaft. Und Timmy guckt auch. Richtig niedlich. Am liebsten würde ich Timmy halt auch ein bisschen mit rauslassen, dass sie spielen können. Aber ich weiß, Timmy akzeptiert keine anderen Katzen. Und ja, da draußen ist eh gerade Kartenkampf wieder angesagt. Echt putzig. Und Timmy kann nur zugucken, aber ist besser so, weil Timmy hat mit anderen Katzen einfach auch ein bisschen ein kleines Problemchen. Und so haben wir da ja keine Probleme. Ja, Tim. Am Anfang, als er andere Katzen hier an der Terrassentür gesehen hat, immer sehr viel gejammert und gemaunzt. Das macht er mittlerweile nicht mehr. Finde ich ganz gut. Ich hoffe ja immer noch, wenn ich dann manchmal ihn ein bisschen mit draußen habe, dass er sich ein kleines bisschen beruhigt, was andere Katzen angeht. Fände ich wirklich schön. Aber erzwingen kann man das nicht. Und dadurch, dass ich ihn nicht rauslasse, außer an der Leine, dadurch, dass wir hier mitten im Stadtgebiet wohnen, ist mir das einfach Liebe. Ja. Weil Timmy fremdelt auch nicht. Der würde zu jedem hingehen. Ja, deswegen habe ich mich ja dafür entschieden, ihn nicht rauszulassen. Außer ich bin selber draußen, da habe ich ihn immer an der Leine mit dabei. Aber auch nur, solange ich auf ihn aufpassen kann. So, die 420, ein helles Braun, haben wir diesmal nur einmal bei einem Bild. Kommt mit hier drauf. So. Und rein damit. Und wir wechseln dann auch demnächst, wenn wir jetzt noch zwei, drei Tütchen gemacht haben, mal zum Zeitraffer. Jetzt haben wir die 422 als nächstes. Na, wie ihr seht, das geht recht gut mit dem Wegsortieren. Ist einfacher meistens als ein Kitting ab. Aber auch das muss gemacht werden, wenn man so einen inneren Monk hat, so wie ich. Da will man das dann einfach irgendwann mal ordentlich haben. Und ich habe mich jetzt schon viel zu lange gedrückt,
die Steinchen wegzusortieren. Okay, kommen wir jetzt zu 436. Auch da haben wir nur wenige Steinchen übrig. Na, jetzt aber. So. Und dann sind wir hier bei dem Koffer, bei der 498. Dann gehen wir mal hier weiter mit der 451. Ich gucke immer, dass ich mit beiden Koffern ungefähr immer in der gleichen DMC-Reihe bin. Dann habe ich nämlich meine Resttütchen dann auch schon ordentlich nach der DMC-Reihenfolge sortiert. Ja, jetzt haben wir ein Steinchen, das wollte nicht raus. Das hängt einfach damit zusammen, ne? Ihr kennt das manchmal, elektrostatische Ladung. Und Steinchen, das ist so eine Sache. Wobei, jetzt habe ich wirklich relativ Glück gehabt bisher heute. Die 471, ein schönes Grün, so ein Lindgrün, ein bisschen moosmäßig. Da sind ganz schön viele Steinchen übrig geblieben. Aber das hatten wir bei Woodland Oasis auch sehr viel im Bild gehabt von der Farbe. Da kann ich mich noch dran erinnern. So. 471. Sticker drauf. Und Tütchen ablegen. Und wir kommen zur 498. 498 haben wir wieder bei beiden Bildern. Wir machen nochmal einen Vergleich. Die Farben, ja, schauen relativ gleich aus. Ich zeige es euch nochmal, wenn man denn überhaupt was erkennt. Dank der Sonne. 498, ein schönes Rot. Ha, irgendwie ist es schön, dass ich mich endlich mal dazu überredet habe, endlich das Kitting Down mal zu starten. Denn ich finde es einfach schön, wenn sich so ein Koffer wieder leert. Man weiß, man hat wieder Platz für neue Projekte und für neue Bilder, die man vorbereiten kann und, und. Ja, es ist doch schon irgendwo ein bisschen befreiend. Und für den inneren Monk, ihr wisst, ich habe diesen inneren Monk. Ich bin da einfach, wenn ich es ordentlich haben kann und ich schaffe das, dann habe ich das so ordentlich wie möglich am liebsten. Ja. Und wenn ich es dann einmal geschafft habe und es ist einigermaßen ordentlich, dann freue ich mich natürlich mega darüber. Die 562 war das jetzt. So, und draußen wird noch fleißig gearbeitet. Okay, und ich mache jetzt ein kleines Päuschen und starte in das Zeitraffer. Die Döschen sind leer. Ich habe jetzt hier noch ein paar Döschen stehen.
Bei denen machen wir dann noch hier die Labels ab. Dafür habe ich mir auch schon meine Pinzette zurechtgelegt, aber das machen wir ganz zum Schluss. Ich will mir jetzt erstmal hier ein bisschen Platz machen auf meinem Tisch. Und ja, ich habe jetzt hier schon ein paar Tütchen reingetan, die 150, also immer nach DMC, immer mit so einem einfachen Pappregister für mich getrennt, ist für mich die einfachste Art. Ich komme damit am besten klar. Ja, und die restlichen werde ich jetzt dann auch immer hier mit so einsortieren. Das ist so ein bisschen meine Art, wie ich das mache. Es gibt noch viele andere Arten. Ihr wisst ja, jeder macht das so ein bisschen anders auf seine Weise. Ich hatte das einmal so angefangen und seitdem, ja, führe ich das so weiter. Ich habe mehrere Reihen, die ich immer mit DMC mache. Einmal rund, einmal eckig. Und ja, für DAC möchte ich eine extra Steinchensammlung machen. Mindestens alles, was von DAC Harz ist. Weil die älteren runden Bilder sind aus Acryl, soweit ich weiß. Das sind nämlich zum Beispiel die Steinchen von der Tappy Cat. Und das sehen wir, die sind aus Acryl. Bis auf zwei paar Steinchen. Ich glaube, hier die 310 war damals schon bei der Tappy Cat. Aus Harz. Und hier die 3771 war auch schon Harz. Deswegen habe ich die jetzt hier nochmal separat liegen. Die 310, da gucke ich einfach, die habe ich ja hier auch schon. Das tue ich einfach mit das Beutelchen zur nächsten 310 mit rein. Ja. So. Und so einfach geht es dann bei mir. Also ich habe mir das System recht einfach überlegt, ohne viel Schnickschnack. Und ich mag es, wenn es alles einfach ein bisschen clear ist, nicht zu aufwendig. Und von diesen Kisten habe ich mittlerweile echt schon viel. Ich muss allerdings wirklich mal aufräumen, weil ich habe in vielen Kisten einfach noch keine Tütchen so direkt einsortiert, sondern die liegen dann irgendwo kreuz und quer da drin. Wenn ich das mal gemacht habe und alle Kisten ordentlich sind, dann mache ich noch mal ein Video direkt zu meiner kompletten Steinchensammlung. Ist vielleicht für den einen oder anderen dann auch sehr interessant. Ja, so, ja, was mache ich heute noch? Ich werde dann, wenn ich hier fertig bin, heute noch ein bisschen am Moor kleben. Der soll ja bis Ende der Woche fertig werden und ich freue mich dann auch schon, bald wieder ein neues Projekt anfangen zu können. ja, ich liebe es ja, auch an verschiedenen Bildern zu painten. Der Moor, der macht mir richtig viel Spaß, aber ich freue mich dann auch bald drauf, mal wieder ein anderes Bildchen kleben zu können. So einfach ist das. Weil normalerweise, wenn ich an keiner Challenge teilnehme, dann klebe ich nicht wochenlang nur an ein Bild, sondern wechsle mich immer mal ein bisschen durch. Ich brauche da einfach die Abwechslung zwischen rund und eckig und mal dunkel und mal bunt. Und ja, das ist bei mir immer komplett unterschiedlich. So, die Steinchen hier machen wir jetzt mal mit darüber. Das sind unsere AB-Steinchen, die wir hier auch schon haben. Und wir machen jetzt hier erstmal so weiter. Meine Kärtchen, die gehen mir aus. Die werden heute nicht reichen, wie es ausschaut. Aber das ist nicht schlimm. Da wollte ich eh mal wieder neue kaufen. Oder besser gesagt, das ist ein Karton, sozusagen ein Bastelkarton in A4 und den schneide ich mir dann mit so einem Schneidbrettchen zurecht. Einfach und simpel. Ja, jetzt haben wir hier schon die zweite Reihe angefangen. Ne, also zwei Bilder und schon sind fast anderthalb von diesen Reihen gefüllt. Also das, es geht voran. Jetzt mache ich mal hier immer ein bisschen mehr.
mit rein, weil wir einfach nicht mehr genügend Trennregister haben. Aber das geht auch ganz gut. So. Und hier kommen dann die restlichen Steinchen. Jetzt 3771, wollte ich mal gucken, ob wir die hier auch mit dabei haben. Na, haben wir sogar. Aber da ist irgendwas Peach Dark. Das hier ist natürlich kein Peach Dark. Ja? Hier habe ich irgendwas falsch gemacht. Na, hätte ich eigentlich damals sehen müssen. Peach und das ist braun. Hm, geht nicht. Naja, na, nicht schlimm. Ich lasse das Tütchen einfach mal drin und gucke mal, ob ich das irgendwann mal ordentlich zuordnen kann. Meine AB-Farben von DRC, die lege ich jetzt auch einfach noch mit hier rein. Ja, und irgendwann ist dann hoffentlich dieser schöne Karton so gefüllt wie diese Reihe hier auch. Und dann kann ich immer gucken, okay, was brauche ich der DMC-Farbe nach. Und wenn ich mal eine Steinchenfarbe brauche, wenn mir mal was ausgeht oder, dann ist das alles schön weggeräumt. Ich gucke mal ganz kurz, wo ich hier noch meinen Deckel für den Karton habe. Der lag nämlich hinter mir auf dem Sofa. Was ich jetzt noch mache, ich lege meine Labels, die ich hier für die Karten verwendet habe, noch mit oben drauf, dass die einfach mit da drin sind. Und schiebe einfach den Karton hier in mein Kallax-Regal, was ich da vor dem Tisch stehen habe. Ja, und dann bin ich eigentlich schon schier fertig. Was ich jetzt hier noch habe, sind meine Döschen. Na, also... Ich zeige euch jetzt mal die aufwendige Variante, wie ich das immer mache. Ich nehme einfach meine Pinzette und versuche dann, diese Aufkleber abzuziehen. Das geht manchmal ganz gut und manchmal geht es nicht so gut. Manchmal bleiben hier einfach Kleberückstände, leider, passiert. Die muss man dann halt ein bisschen abknibbeln oder mit einem, ja, etwas nassen Tuch, am besten mit ein bisschen Fit und lauwarmem Wasser abwischen. Wer das vermeiden möchte, der macht einfach ein bisschen Klebeband hier drunter und zieht dann einfach das Klebeband ab, weil Klebeband lässt sich immer leichter lösen als solche Papiersticker. Papiersticker können halt wirklich manchmal, so wie jetzt, ein bisschen zickig und störrig sein. Aber ich habe heute Glück und die lassen sich echt gut lösen. Ich bin immer zu faul, Klebeband oder Washi-Tape drunter zu machen. Will ich ganz ehrlich sein, dass ich da eher so ein bisschen so die kleine Faule bin in der Richtung. Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich, dass ihr bei diesem Video mit dabei wart. Wir machen bestimmt demnächst mal wieder ein Kidding Down in irgendeinem schönen Bild. Eventuell auch gepaart mit einer Review zu dem dazugehörigen Bild. Und ja, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hab euch lieb und bis bald. Ciao.